Wie war das jetzt für euch einmal so gegeneinander zu spielen auf dem Niveau? Ja, also ich glaube, es war das erste Mal, dass wir gegeneinander gespielt haben. 1-0 für mich steht. Ja, war gut. Spaß gemacht von meiner Seite. Für dich, Sven? Ja, ich glaube, der Sandy spielt eher selten auf dem Niveau. Aber war schon eine coole Geschichte. Ich glaube, wir haben uns auch nicht so schlecht verkauft. Es war ganz okay. Wie war es für dich generell jetzt noch bei deinem alten Club? Es sind ja doch ein paar Gesichter, die kennst. Und jetzt Trainingslager auch in Lienz. Also wie ist das alles für dich so? Ja, also echt super. Ich finde, dass ich gleich das erste Spiel für Udine da mache und gegen Sven, gegen Papa und auch gegen Lienz und dann gleich zwei Tore mache, gleich im ersten Spiel. Also es ist schon, es freut mich wirklich und ich bin wirklich glücklich und zufrieden. Okay, also wie gibt es da jetzt eine Revanche oder so, Sven, wenn er jetzt zwei Tore geschossen hat? Das werden wir wahrscheinlich auf der Playstation so austragen müssen. Wie geht es deinem Fuß? Du hast dich verletzt einmal gesehen. Ja, wahrscheinlich ein Muskel ein bisschen drunter gelitten, aber passiert im Sport. Sandy, noch ganz schnell, wie schauen jetzt deine Ziele aus? Also wie gehst du jetzt deine erste Saison mit Udine an? Zuerst einmal die Vorbereitung gut absolvieren. Es ist sehr intensiv, es ist wirklich sehr hart. Und das erste Ziel ist einmal sicher gesund bleiben. Das ist das Wichtigste, weil wenn du nicht gesund bist, geht gar nichts. Und dann einfach langsam Schritt für Schritt versuchen, besser zu werden und natürlich auf meine Spielzeiten zu kommen. Noah, wie war das jetzt so? Also? Du bist ziemlich verschwitzt gegen die Vollprofis. 127 Millionen Marktwert hat die ganze Mannschaft. Wie war das für euch jetzt, gegen die zu spielen? Ja, es war brutal, sage ich einmal. Du merkst einfach, die wissen genau, was sie machen. Die spielen am Pass, der Kim Bond, die spielen am Pass und du laufst irgendwie im Kreis. Und du laufst gleich hinterher. Und sie haben eh gemerkt, die erste Halbzeit haben sie mit der Top 11 gespielt. Und da haben wir keine Chance gehabt. Und da, wo sie ein bisschen weniger Gas gegeben haben, sind wir ein paar besser spielen können, aber da geht nichts. Ist da ein bisschen was abgeschaut für die Unterliga vielleicht, so ein, zwei Moves? Ja, so taktisch ist sicher, weil du bei den Profis musst noch genauer darauf achten, was du machst. Und jetzt passt schon. Also ich glaube, ein bisschen was kann man mitnehmen.